einem wirklich tollen Gast hier bei uns. Das ist Frank Rechsteiner. Wie ich vorher schon kurz gesagt habe, Frank ist Inhaber der Hype Group, die auf Executive Recruiting und Strategieberatung für IT-Unternehmen spezialisiert ist. Zuvor hatte er Führungspositionen bei internationalen IT-Anbietern inne und mit Umfragen und Studien ermittelt er Trends im IT-Arbeits- und Bewerbermarkt und publiziert auch regelmäßig in Medien sowie bei renommierten Verlagen. Zuletzt beispielsweise von ihm erschienen im Haufe Verlag das Buch Recruiting Mindset, Personalgewinn in Zeiten der Digitalisierung. Und heute wird er uns etwas zu genau diesem Thema erzählen, Recruiting Mindset, warum Unternehmen jetzt mehr Strategie als operatives Treiben benötigen. In dem Sinne würde ich sagen, Frank, the stage is yours. Wunderbar, Raphael. Herzlichen Dank. Ein herzliches Hallo zusammen an alle. Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammenkommen. Ich möchte ganz unkonventionell starten und wir legen los. Also ich bleibe auch beim Du. Wusstest du, laut einer deutschen Umfrage rekrutieren nur noch 20% der Unternehmen. Das heißt, 20% der Unternehmen planen aktiv Personalaufbau in Deutschland in den nächsten Monaten. Ich stelle mir die Frage, was machen die anderen Unternehmen? Weitere 40% sagen, wir haben alles on hold gesetzt. Wir machen überhaupt nichts mehr im Recruiting. Sorry, Personal ist nicht unser Thema. Und die restlichen verbleiben haben gesagt, ah, wir schauen uns das ganz an. Wir sind sehr, sehr zögerlich unterwegs. Warum heute das Thema Recruiting in Zukunft auf der Agenda steht, ich möchte mit dir, mit euch besprechen, wie schafft ihr es wieder zu den 20% der Unternehmen zu kommen, dass auch ihr aktiv im Recruiting-Markt aktiv seid? Das Ganze natürlich unter einer Vorannahme, die da heißt, dein Unternehmen muss wirtschaftlich natürlich auf gesunden Beinen stehen. Ansonsten hast du letztendlich ganz andere Themen, die wir sicherlich heute nicht besprechen und auch nicht klären können. Mich interessiert, wie transformieren wir dich und dein Unternehmen, dass du zu den 20% kommst, beziehungsweise dass du aktiv im Recruiting auf Personalsuche bist. Und das ist genau unser Thema. Wie kommst du beziehungsweise dein Unternehmen erfolgreich aus der Krise? Und ich gebe dir jetzt schon den ersten Tipp. Du musst nach innen blicken. Dieses operative Treiben, wie wir es die letzten Jahre hatten, wird nur noch teilweise funktionieren oder auch gar nicht. Und ich mache nochmal einen Bogen auf, der da heißt, wie sieht das Recruiting der Zukunft aus? Das war ja so die Headline dieses Events. Viele Experten mutmaßen, wie sieht das Recruiting der Zukunft aus? Auch ich mutmaße, aber letztendlich sagen kann es dir keiner. Da gucken wir alle in die Glaskugel. Ich bin mir nur bei einem Punkt sicher. So wie es vorher war, mit dieser Krise, vor der Krise und jetzt mit Corona, so wird es nachher nicht mehr weitergehen. Damit du zu diesen 20% der Unternehmen kommst, die sagen, okay, wir nehmen das Heft jetzt in der Hand, wir wollen uns neu aufstellen und wir wollen die Talente gewinnen, die für uns elementar wichtig sind, um unser Recruiting neu aufzustellen, gebe ich dir die Empfehlung, blicke nach innen. Warum? Die Erfahrung hat gezeigt, wenn du im Außen, zum Beispiel über Active Sourcing, Talente ansprichst und du schaffst auch den Kontakt zu den Talenten und ihr kommt ins Gespräch. Dir ist aber nicht klar, was sind deine USPs? Welche Botschaften möchtest du nach außen transferieren? Dann schießt du unheimlich ins Leere. Soll heißen, bevor du mit Active Sourcing startest, bevor du Employer Branding aktiv treibst, musst du dich zuerst mit dir und vor allem mit deinem Unternehmen beschäftigen. Dir muss klar sein, was kann ich bieten, was andere Unternehmen nicht zu bieten haben? Was kann ich darstellen? Welche Position kann ich bieten, was andere nicht zu bieten haben? Und das Ganze mündet natürlich in der Information, welche USPs und das heißt, welche Unique Selling Points, das heißt, welchen Vorteil kann ich Kandidaten bieten, wie andere meine Mitbewerber nicht zu bieten haben? Und wichtig ist, jedes Unternehmen kann USPs darstellen. Jedes Unternehmen hat was, warum Mitarbeiter genau zu dir kommen möchten. Dir ist es oft nur nicht klar, weil es völlig selbstverständlich ist. Da möchte ich, dass du einen Schritt zurückgehst, dich mit deinem Unternehmen beschäftigst und das kann in meiner Welt nur mit externer Unterstützung oder auf jeden Fall mit einer Moderation geschehen. Warum ist das so wichtig?
weil du möchtest dich nach dieser Krise elementar gut aufstellen, um die richtigen Talente an Bord zu holen, um dann gestärkt aus dieser Situation zu gehen. Richte den Blick erstmal nach innen. Deswegen ist mir die Strategie deutlich wichtiger wie operatives Treiben. Wie sieht es denn konkret aus? Diese Frage wird mir immer wieder gestellt in meinen Workshops. Hinterfrage jeden Prozess, den du als völlig gegeben siehst. Lass uns mit dem einfachsten Prozess anfangen. Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass die Geschwindigkeit im Recruiting der Zukunft einen elementaren Stellenwert einnehmen wird. Das heißt, du möchtest einfach schneller sein wie deine Mitbewerber. Wie schaffst du das? Da hat uns natürlich diese Krise enorm nach vorne gebracht. Du führst Telefoninterviews, du führst Videos, Gespräche und kannst somit deutlich schneller sein. Ich gehe noch einen Schritt weiter und ich habe das vor 2 Jahren auf Xing das erste Mal publiziert. Ich sage, du kommst mit einem Vorstellungsgespräch, wenn das gut organisiert ist, völlig aus. Dann kannst du sofort deine Entscheidung treffen. Oh, Moment, das wollen wir uns nochmal genauer anschauen. Der klassische Bewerbungsprozess sah ja bisher aus, du schreibst eine Stelle aus, du selektierst, das sind die guten Bewerber, das sind die weniger guten Bewerber, das sind die schlechten, denen kann ich sofort absagen. Das wird in Zukunft nicht mehr stattfinden. Warum? Weil die Vielzahl von Bewerbungen wird nicht mehr auf deinem Tisch landen. Die meisten Unternehmen, wir sprechen hier so von 85%, hat eine Umfrage ergeben, erhalten deutlich zu wenig Bewerbungen. Das heißt, dass du auf eine Stelle 30 Bewerbungen bekommst und du die guten und die weniger guten und die schlechten selektierst und dann sagst, na, ich schau mal, wer da kommt, wird zukünftig eher seltener der Fall sein. Ich gehe eher sogar aus, wie es in der IT-Industrie schon die letzten Jahre war. Du hast auf eine Stellenbeschreibung vielleicht 2, 3, 4 Bewerbungen und da gibt es ja ein Favorite. Du hast ein Bauchgefühl, du sprichst das erste Mal mit deinem Top-Bewerber und sagst, ah, der sieht vom CV gut aus, mit dem habe ich gesprochen, das wäre unsere Nummer 1. Dann gebe ich dir die Empfehlung, organisiere ein Vorstellungsgespräch, genau ein Vorstellungsgespräch, das vielleicht 3 bis 4 Stunden dauert, du das top organisierst. Das heißt, in der ersten halben Stunde wirst du als HR so die Rahmenbedingungen abstimmen, in der zweiten Stunde wird der seinen zukünftigen Vorgesetzten treffen, in der nächsten halben Stunde vielleicht die zukünftigen Kollegen und last but not least jemand aus der Geschäftsführung. Und du bist in der Lage als Unternehmen nach diesen 3 bis 4 Stunden sofort die Entscheidung zu treffen. Kunden von mir haben gesagt, ja, aber Frank, was ist mit dem zweiten und dem dritten Kandidat? Wenn du dein Favorite gewählt hast und der ist gut und performt in diesem Gespräch, dann sage ich, treff sofort die Entscheidung. Warum noch einen zweiten und dritten angucken? Du willst doch die Nummer 1 einstellen. Was geschieht denn, wenn die Nummer 2 auch gut wäre? Okay, dann müssen wir uns natürlich unterhalten, warum stellen wir nicht 2 ein? Dieses Cherry-Picking, ah, ich kann auswählen, da bin ich mir sicher, im Recruiting der Zukunft wird das nur noch teilweise stattfinden. Entscheide dich für die Nummer 1, tu alles, kämpfe um diese Nummer 1, damit du diesen Top-Bewerber für dich bekommst. Hinterfrage jeden Prozess. Jetzt habe ich immer wieder die Einwände gehört von HR und da bin ich mir sicher, HR, wir sind die Experten, du und ich und alle anderen auch. Die Fachabteilung spielt doch noch mit. Die braucht doch immer so lange, damit wir die Prozesse durchspielen. Da gebe ich dir meinen ersten Top-Tipp für heute. Wenn du als HR ein Leistungsversprechen abgibst und das Leistungsversprechen sieht wie folgt aus. Jede Menge Bewerber, ich besetze jede Position, wenn ihr mir optimal zuarbeitet. Somit setzt du das erste Mal die Fachabteilung bewusst unter Druck und ich sage bewusst, weil wenn du einen Kandidaten vorstellst, du wartest 2 Wochen auf Feedback, bist du viel zu langsam. Eine Time to Hire bewegt sich unter 3 Wochen, wenn ich großzügig bin, unter 4 Wochen, damit du wettbewerbsfähig bleibst um die Top-Talente in der Zukunft. Somit gibst du ein Leistungsversprechen als HR und sagst, ich besetze unsere Positionen unter diesen Voraussetzungen. Die Voraussetzungen könnten lauten, ich möchte Feedback auf meine E-Mails in 24 Stunden, Feedback zu den Kandidaten in 48 Stunden und jeder Freitag ist Recruiting Day. Das heißt, ihr steht zur Verfügung, damit wir jeden Freitag Gespräche führen können. Wow, wie schnell könntest du zukünftig sein? Das muss dir bewusst sein. Jetzt kommt auch wieder der Einwand und sagt, ah ja, aber die Fachabteilung sagt, das machen wir nicht mit. Dann gebe ich dir den guten Tipp, dann sagst du, dann besetze ich auch nicht mehr unsere Stellen, dann werde ich nicht mehr rennen,
Weil letztendlich nicht du möchtest die Stellen besetzen, sondern die Fachabteilung. Ihr müsst Hand in Hand gehen. Du willst die Fachabteilung gewinnen und da hilft kein Betteln, dass die E-Mails ständig beantwortet werden, sondern gebe ein Leistungsversprechen ab, hol dir das Commitment der Geschäftsführung und sag der Fachabteilung, wir schaffen das gemeinsam. Der Impuls, ob ihr zukünftig agiler werdet, schneller, muss von dir ausgehen. Die Fachabteilung, und das hat die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, geht mit, wenn der Impuls von dir geht. Also ich gebe dir nochmal den Tipp, hinterfrage jeden Prozess, auch den liebgewonnenen Prozess von der Bewerbungsphase, Telefoninterview, erstes Gespräch, zweites Gespräch. Oh, ihr kennt alle diese langen Prozesse. Ich würde dann einen Schnitt machen und sagen, nein, wir nutzen jetzt die Chance, agiler zu sein, schneller zu sein. Warum? Um die Top-Talente an Bord zu ziehen. Dafür braucht ihr natürlich Mut und ich stärke euch, viele Kunden von mir verfahren genau nach diesem Szenario. Die haben es geschafft, du wirst es auch schaffen, aber es braucht den ersten Schritt aus HR. Hinterfrage jeden Prozess, warum? Weil du das im Recruiting der Zukunft nicht mehr leisten kannst, einfach endlose Prozesse zu haben, Bewerber warten zu lassen. Stell dir einmal vor, wir gehen auf die andere Seite des Tisches. Ich bin jetzt Bewerber bei euch. Was passiert? Ich bewerbe mich bei zwei Unternehmen. Bei dir bekomme ich innerhalb von einer Woche ein Gespräch und eine Zusage nach 10 Tagen. Beim anderen Unternehmen habe ich noch nicht mal die Eingangsbestätigung erhalten. Was glaubst du, wer macht den Deal? Deswegen plädiere ich ganz klar Strategie, Strategie, Strategie. Du willst ganz klar auf der Agenda haben, welche Leistungsangebote kannst du aussprechen? Was sind deine USPs als Unternehmen und wo kannst du die Fachabteilung und deine Geschäftsführung, weil das ist so wichtig, ich möchte es nochmal betonen, wenn du als HR, als Recruiter, als Sourcer aktiv werden willst, brauchst du das Go der Fachabteilung, du brauchst du das, die Zusammenarbeit der Geschäftsführung, du möchtest raus aus deinem Silo, dass das dein Prozess ist. Nein, im Recruiting der Zukunft wirst du mit der Geschäftsführung, mit der Fachabteilung zusammenarbeiten. Das könnte neu für dich sein, dann wirst du dich daran gewöhnen. Wenn es nicht neu ist, dann intensiviere das Ganze. Weil ich habe so oft mit HRern gearbeitet und ich erzähle denen nichts Neues. Die kennen das alles und sagen, unsere Probleme liegen außerhalb unserer Wolke. Dann ermutige ich dich, dann verlasse diese Wolke und geh da genau dahin, wo die Probleme liegen. Das ist genau jetzt deine Chance. Das ist deine Chance, um was Neues zu tun. Ich wiederhole nochmal, um erfolgreich aus dieser Krise zu kommen, um zu den 20% der Unternehmen zu gehören, die sich jetzt Mitarbeiter sichern. Und ich gebe dir nochmal einen Tipp. Du kannst jetzt gerade Freelancer gewinnen, die sich nie für eine Festanstellung interessiert hätten. Du kannst jetzt Leute von Mitbewerbern und von Firmen gewinnen, denen es wirtschaftlich nicht optimal geht. Diese Chance hattest du vor der Krise nicht. Aber letztendlich, du möchtest ein Leistungsversprechen und ein Angebot unterbreiten, wo keiner Nein sagen kann. Das ist dein To-Do. Vielen Dank, Frank, für diesen spannenden Beitrag. Ich denke, wir haben sehr viel interessante neue Insights gehört. Darf ich noch 2 Minuten nachlegen, Raphael? Es wäre mir eine Herzensangelegenheit. Selbstverständlich. Warum sollten wir denn unser Recruiting, unser Mindset neu ausrichten? Weil alles, was wir jetzt tun, folgt einer These und folgt der Beantwortung einer Frage. Warum sollte sich jemand bei dir bewerben? Stell dir vor, jeder Mitarbeiter, ob in der Schweiz, in Deutschland, Österreich oder wo auch immer, die meisten haben Positionen, die sind in Lohn und Brot. Das heißt, sie sitzen auf dem Stuhl und haben alle eine gute Beschäftigung. Wenn du für dich und dein Unternehmen die Frage beantwortest, warum soll sich jemand bei dir bewerben? Und formuliere diese Frage mal bitte aus Sicht der Zielgruppe. Da ist eine Anschlussfrage interpretiert, die heißt, wer ist deine Zielgruppe? Diese Frage hat 2 Komponenten. Warum sollte sich jemand bei dir bewerben? Und glaub mir, es wechselt niemand den Job wegen, wir haben ein tolles Grillfest und wir haben tolle Unternehmen. Das kannst du einfach mal knicken, sorry. Und wer ist deine Zielgruppe? Ich gebe dir den Tipp, diese 2 Elemente dieser zentralen Frage, um die dreht sich alles. Wenn du diese Frage knackst,
wirst du ein völlig anderes Recruiting für dich auf die Straße bringen. Das war mein Impuls. Raphael, ich übergebe gleich an dich. Genau, ich zähle zehnerlich noch auf 10, dass quasi ich nicht zu früh reinkomme. Nein, Witz beiseite. Nochmals herzlichen Dank für diesen tollen Beitrag. Wir haben sehr viele spannende Empfehlungen von dir erhalten und ich würde jetzt gerne den Raum öffnen für Fragen. Also alle, die Fragen haben, sollen sich jetzt gerne melden via Chat oder auch einfach, indem sie ihr Mikrofon auf laut stellen und sich äußern. Ich sehe hier einen Beitrag von Röne Manser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach Corona nur so wenige Bewerbungen an den Recruiter gelangen, denn so viele Leute sind ohne Job nach der Corona-Krise. Somit verstehe ich deine Argumente nicht. Ich kann diese Frage verstehen. Meine Gegenfrage oder um deine Frage zu beantworten, wäre natürlich, in welcher Branche bist du tätig? Es gibt ja extrem viele Branchen, die gewinnen durch diese Corona-Krise und viele, die leiden enorm. Wenn ich in Deutschland bleiben darf, der Maschinenanlagenbau und die Automobilzulieferindustrie hat natürlich enorme Probleme. Da werden gerade sehr viele Menschen freigesetzt oder in Kurzarbeit geschickt. Wenn ich mir aber Branchen anschaue und ich stehe für IT und für IT-Experten, das wird sich der, in Anführungszeichen, Fachkräftemangel noch deutlich verschärfen. Weil in Unternehmen, die sich zukünftig aufstellen, werden überall IT-Experten gesucht. Das heißt, wenn du in der Branche bist, wo du zum Beispiel Maschinenbau suchst, dann hast du es wahrscheinlich einfacher, aber ich gebe dir den guten Tipp, auf das würde ich nicht bauen. Weil die Menschen, die freigesetzt werden, sind vielleicht nicht die Leute, die du gewinnen willst. Deswegen, da würde ich nochmal kritisch hinschauen. Ob da so viele Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen oder nicht. Ja, ich frage dich jetzt gleich, Röne, möchtest du etwas dazu sagen oder stimmt das so für dich? Ich interpretiere das mal als Nein, als passives Nein. Wir haben auch noch andere Fragen im Plenum. Heike Anna Krüger schreibt, Bewerber wollen auch Jobs, Angebote vergleichen. Auch in der IT. Was sagst du dazu, Frank? Diesen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, das ist natürlich ein Idealprozess. Wenn ein Kandidat zu dir sagt, hey, sorry, ihr seid mir zu schnell, dann wirst du das akzeptieren und respektieren und sagen, hey, ich möchte dir nur von unserer Seite darstellen, wir sind flexibel, wir sind schnell, wir können agieren. Wenn du mir Zeit benötigst, fair enough, gib deinem Bewerber die Zeit. Nur heute sieht es ja meist ganz andersrum aus. Die Bewerber sagen, hey, also mich rufen sie als Headhunter und sagen, ja, was ist jetzt mit der Firma? Haben sich die entschieden? Ah, die brauchen noch 2 Wochen. Mir ist nur wichtig, dass ihr ein Signal als Unternehmen setzt, wir sind schnell, wir sind ready. Wenn der Bewerber oder der Kandidat mehr Zeit will, gib sie ihm. Das ist natürlich, gib deinen Menschen den Raum, dass die gesehen werden. Aber ich habe die Erfahrung gemacht der letzten Jahre, die meisten brauchen gar nicht mehr Zeit. Aber wenn sie es benötigen, gib ihnen die Zeit. Vielen Dank, Frank, für die Antwort. Jetzt ist eine Anfrage reingekommen von Rainer Rometsch, der gerne auf Unmute geschaltet werden würde. Anne, darf ich dich bitten, ihn kurz zu aktivieren? Rainer Rometsch? Ja, gerne, ich suche ihn mal eben hier raus. Schauen wir, vielleicht finden wir. Eine lange, lange Liste von Teilnehmern hier. Genau, zum Glück alphabetisch. So. Ich sehe. Ja. Jetzt müsst ihr sprechen können. Könnt ihr mich hören? Ja. Ja, wunderbar, perfekt. Also dann Frage an dich, Frank. Durch das, dass wir in Deutschland sind, man kann es ja sehr deutlich gerade erkennen am Recruiting-Markt, es ist mehr als zurückhaltend. Man sieht es auch an den Stellenangeboten, es geht so gut wie gar nichts raus. Und ich habe so den Eindruck, auch in den letzten Tagen wird es noch verschärfter. Die Unternehmer halten sich total zurück. Ich für mich stell mir die Frage, stelle die Frage an dich direkt. Was müssen denn die Unternehmen tun überhaupt, dass sie mal aus ihrer Reserve rauskommen und das, was du ja bereits schon vorhin im Vortrag erwähnt hast, für sich selber auch mal erkennen, dass jetzt genau jetzt die Zeit ist, nach Bewerbern zu schauen? Danke, Rainer, für diese tolle Frage. Und ich beantworte sie sofort. Die Unternehmen, also wir beide können gar nichts tun. Wir können einen Impuls geben.
Aber die Entscheidung, ob ein Unternehmen sagt, wir nutzen jetzt die Chancen und holen uns Leute, die wir sonst nie bekommen würden, die können wir zwei nicht beeinflussen. Da muss entweder ein Impuls kommen von draußen, damit ein Geschäftsführer, ein HR-Leiter oder auch ein Recruiter, und deswegen ich appelliere an die Selbstverantwortung, an alle Recruiter, ihr müsst den Unternehmen sagen, der Fachabteilung, wir haben jetzt tolle Chancen, ich komme jetzt an Leute ran, die hättet ihr vor Jahren mit Handkuss hier rein begleitet. Das muss ein Impuls sein. Ich appelliere an die Selbstverantwortung an alle Recruiter und HR-Leute. Also der Impuls wird nicht von mir und nicht von dir kommen, Rainer. Das Unternehmen muss von innen erkennen, jetzt ist unsere Chance. Aber immer unter einer Voraussetzung. Wenn das Unternehmen wirtschaftlich kurz vorm Exodus steht, ist das nicht euer Thema. Dann sichert euer Business und dann habt ihr ganz andere Themen. Aber wenn ihr völlig safe seid, wie viele, viele Unternehmen da draußen und sagt, jawohl, wir nutzen die Chance, dann kann so ein Gespräch ein Impuls sein. Aber letztendlich die Entscheidung muss das Unternehmen selber treffen, Rainer. Danke, Frank. Jetzt sehe ich, es kommen immer mehr Fragen rein. Das freut mich natürlich sehr. Ich kann leider nicht alle beantworten oder alle ins Plenum erreichen. Deshalb mache ich mal den Vorschlag, wer würde die Frage gerne via Mikrofon im Plenum fragen, dass wir noch so ein bisschen Interaktion haben. Ich habe hier Dori Masumi, Erika Bachmann, Karina Schildknecht, Miriam Mankowski, Paul Kreis. Will jemand von euch die Frage vielleicht im Plenum äußern? Ich kann es versuchen. Hört ihr mich, Paul Danke, Kreis? Danke, Paul. Ja, wir hören dich. Danke. Ich bin CIO bei Twint und wir haben Twint ist das Schweizer Payment System, Mobile Payment System. Und wir haben einige Bewerbungen offen im Moment und wir werden auch einige weitere Stellen ausschreiben. Und meine Frage ist, ja, ist eben nicht so, dass wir 3, 4 haben. Es ist 0 bis 1. Bewerber. Und die Frage ist, wie kommen wir zu weiteren Leuten oder wie kommen wir zu Bewerbern? Paul, dieses Schicksal teilst du mit vielen, vielen Unternehmen. Ihr habt eher gar keine Bewerber, wie zu viele. Ja? Und ich gebe dir den Tipp, über die klassischen Stellenanzeige Post and Pray wirst du ja deine Leute nicht empfehlen oder wirst du nicht erreichen. Da sind wir uns sicher. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Wenn alle einen guten Job haben, dann sucht niemand auf deiner Website oder in irgendwelchen Stellenportalen Jobs. Was du jetzt tun darfst, Paul, ohne deine Situation genau zu kennen, du darfst dir bewusst machen, vielleicht hast du eine Zielgruppe, die du bisher adressierst und die ist deutlich zu klein, weil das wäre ein normales Phänomen. Ich appelliere an alle, es gibt 35 Subzielgruppen, das heißt Leute, die du links und rechts völlig vergisst. Und wenn du dich für 2, 3 Subzielgruppen, das kann zum Beispiel die alleinerziehende Mutter sein, das kann die Reise, der Teilreisebereitende sein, der Remote-Arbeiter. Es gibt 35, in meinem Buch findest du alles oder schreib mich nachher an. Ich habe ein Webinar, da nenne ich alle 35. Das heißt, du kannst deine eingeschränkte Zielgruppe vervielfachen, somit erhöhst du die potenziellen Menschen, die für so eine Stelle in Frage kommen, exorbitant, dann bekommst du auch Bewerbung. Wenn du keine bekommst, musst du aktiv werden. Das heißt, dann kommst du aktiv ins Spiel, Active Sourcing, aber letztendlich, ohne deine Situation genau zu erkennen, die meisten Unternehmen haben einen viel zu kleinen Suchradius, den gilt es zu erweitern. Da wäre vielleicht die erste Hinweis, ja, wir wollen nicht an Qualität verlieren. Dann sage ich, ja, hire for Attitude und not for skills. Also da darfst du ein bisschen flexibler werden. Aber da unterstelle ich dir, dass du nicht flexibel bist. Paul, das verzeihst du mir, ja. Sicher, ja. Nein, vielen Dank, ja. Es geht schon vor allem Richtung Active Sourcing, oder? Aber bevor du Active Sourcing machst, muss ich nochmal was loslassen. Ist mir eine Herzensangelegenheit. Dir muss klar sein, was du zu bieten hast. Stell dir vor, wenn so ein IT-Guy 30 Angebote in der Woche bekommt, dann bist du 1 unter 30. Das führt nicht zum Ziel. Du willst absolut ein spitzes Angebot haben. Weil wenn ich so ein spitzes Angebot bekomme, sage ich, Paul, wunderbar, mit dir möchte ich sprechen. Und da brauchst du ein bisschen Strategie. Deswegen glaub mir, Strategie ist wichtiger wie einfach nur, oh, jetzt machen wir alle Active Sourcing. Diesen Bogen kannst du dir sparen, Paul. Ich möchte hier gleich einklinken mit einer Frage von Dori Masumi. Das passt wunderbar rein. Und zwar ist die Frage, was hat HR bis jetzt davon abgehalten, mutig zu sein und die Prozesse zu hinterfragen? Tja, wenn ich das wüsste.
Ich habe eine Idee, weil ich ja strategisch mit den letzten Jahren mit ein paar Firmen gearbeitet habe. HR hat wenig abgehalten. HR hat sich halt oft im Kern mit sich beschäftigt und hat alles probiert. Alle HRler, die ich getroffen habe, waren brutal arbeitswütig, haben alles probiert. Aber es hat so ein Step gefehlt, sich das Commitment der Geschäftsführung zu holen. Ein Leistungsversprechen abzugeben und sagen, Fachabteilung, wenn wir nicht zusammenarbeiten, ist die Show zu Ende. Und der Mut hat gefehlt, hier einfach stand up and fight ein Stück weit das Kreuz zu heben und sagen, hey, ich bin der Experte, ihr braucht mich. Und die meisten haben sich so ein bisschen versteckt und sagen, ja, ich besetze die Stelle und Tag und Nacht gearbeitet. Aber der Weg war nicht der richtige. Ich gebe nochmal eine Empfehlung ab. Wenn ihr kein Go und kein Commitment der Geschäftsführung habt, dann seid ihr zahnlose Tiger. Das wäre das, was euch früher abgehalten hat. Das ist meine Mutmaßung, ist nicht die Wahrheit. Ja? Gut, ich würde gerne noch eine letzte Frage an dich stellen, Frank. Und zwar kommt die von Carina Schildknecht. Momentan scheint Time to Hire in der Schweiz durchschnittlich 126 Tage zu beanspruchen. Wie kommt man von 3 Monaten auf 3 Wochen? Jo. Indem du deinen kompletten Prozess hinterfragst und sagst, wir stampfen alles ein auf ein Vorstellungsgespräch, dann benötigst du genau 2,5 Wochen, also maximal 3 Wochen, dann bist du im Spiel. Ist das umsetzbar? Ich nenne dir so eine lange Liste von Firmen in Deutschland, die das heute schon machen. Gut, ja, vielen herzlichen Dank für die Fragen. Vielen herzlichen Dank auch an die Personen, die sich quasi herausgewagt haben aus der Anonymität und ihre Frage im Plenum gestellt haben. Ich würde natürlich alle anderen motivieren, bei ihren Fragen dies auch zu tun. Es braucht für alle Mut, auch für uns als Hosts und Speaker. Auch wir müssen uns quasi getrauen, das mal aufzumachen. Und ich würde euch da gerne motivieren, das auch zu wagen. Weil das Ziel ist ja auch, dass wir uns ein bisschen besser kennenlernen und das geschieht natürlich einfacher, wenn man einander sprechen hört. Ja? Darf ich nur einen abschließenden Satz sagen? Gerne. Ich würde mich nachher sehr freuen, wenn wir uns in irgendeinem Chatroom austauschen können. Ich weiß, ihr habt bestimmt Fragen. Ich möchte euch alles beantworten. Also ich bin dabei, es liegt an euch. Löchert mich den ganzen Abend. Ja? Dankeschön. Danke, Frank. Da bringst du uns natürlich gerade auch auf einen wichtigen Punkt.